Ja, hallo, herzlich willkommen aus dem Best TV. Ihr seht es ja schon vor mir. Ich bin heute unterwegs mit der BMW E-Tech GS, mit unserem Projektmotorrad, der BMW R1250 GS, ganz im Sinne und im Stile vom neuen Trailer-Deck 3 von Conti. Und was die ganzen Gadgets und Tuning-Dinger auf dem Fahrzeug in der Praxis bringen, das erzähle ich euch in diesem Video. Ja, BMW R1250 GS ist an und für sich für viele von euch wahrscheinlich ein Motorrad, wo man jetzt nicht wahnsinnig investieren muss. Ist ja das meistverkaufte Motorrad seit Jahren, und also auch die Vorgängermodelle, und besticht halt durch seinen universellen Charakter und ist halt für viele die erste Wahl. Und bei uns und bei mir im Speziellen jetzt privat ist es halt so, dass ich halt ein bisschen eine Auswahl in der Garage habe und auch immer wieder Zugriff halt auch auf leibende Testfahrzeug. Und deswegen ist es halt so, dass für mich die normale GS, also das Standardmodell, wenn man da von so einem exklusiven, teuren Motorrad von Standard sprechen kann, einfach zu universell, und ich hätte es gerne ein bisschen radikaler gehabt, auch um ein bisschen diesen Mainstream zu verlassen. Das ist schon ein bisschen, na, eigentlich der einzige große Nachteil der GS ist, dass man halt schon sehr häufig sieht am Gipfel des Passes, und da möchte ich mich halt ein bisschen individualisieren und das halt einfach ein bisschen spitzer auch machen vom Charakter. Weil wenn ich eine große Reise mache, habe ich halt den Luxuszustand, dass ich dann sage bei Honda, du, die Goldwing hätte ich gern für eine Reisegeschichte, dann fahre ich mit der Goldwing die große Reise. Und wenn ich sage, erst ich mache jetzt eine Geschichte, wo ich sehr viel Offroad fahre, ja, dann hole ich mal der gelänggängige Reise-Enduro. Und wenn ich sage, ich möchte einfach kurze Etappen auf Schotter fahren, habe ich meine Montesa 4Ride. Demzufolge wollte ich aus der GS ein bisschen was Merkwürdiges machen, ein richtig sportliches Motorrad. Also fast so Richtung, ja, Richtung Naked Bike hinein. Aber trotzdem mit dem Charakter des Boxermotors, mit der Sitzposition, mit der absolut leimenden auf der 12er GS, und wollte man das ein bisschen sportlicher machen. Und da kam mir dieser neue Conti Trailer Deck 3 sehr entgegen. Das ist eine Neuentwicklung von Conti, und nach dem Roader Deck 3, das war ja schon ein bisschen ein Geniestreich von Conti, habe ich schon gewusst, das wird ganz gut werden. Und das haben jetzt auch die aktuellen Tests, die wir gemacht haben, die der Varahannes gemacht hat, die wir auch gemacht haben, hat bestätigt, dass der Trailer Deck 3 einfach ein wahnsinniges Performance-Niveau abliefert beim Grip, bei der Traktion, beim Handling. Ist vielleicht im Vergleich zum Bridgestone, da ist er besonders stark, büßt ein bisschen ein bei der Laufleistung. Also der Varahannes hat da, glaube ich, ja, was waren es, ein paar tausend Kilometer weniger. Also der Conti, den hat er gehabt auf der Africa Twin mit 9500 Kilometer Reichweite. Und für mich war das aber okay, weil ich fahre im Jahr wahrscheinlich mit der GS, was wären es sein, 5000 Kilometer, mehr sind es nicht bei der. Ich habe ja doch ein paar andere Motorräder auch noch. Und da war die Laufleistung einfach so, dass ich sage, okay, das muss halt so sein, dass ich nicht dauernd wechseln muss. Aber die Laufleistung passt mich wunderbar, und die Performance, die muss halt passen. Und rund um diesen Gedanken des sportlichen GS haben wir dann halt begonnen umzubauen, zu gestalten, zu werken. Mit einem Max, mein Kollege, da wahnsinnig engagiert unterstützt, weil der da super Auge immer dafür hat. Und dann haben wir da ein bisschen ins Volle gegriffen. Firma Wunderlich war da so ein bisschen der Projektpartner, die die Fäden zusammengesponnen haben. Die Firma Crump Design haben das Design gemacht. Und die Firma Hilberger, wie immer, wenn wir was angreifen, hat dann die Carbonteile spendiert. Und heraus kam dann diese GS. Und jetzt möchte ich gleich in Medias Res gehen, was haben die Dinger so gebracht, was wir raufgeschafft haben. Größten Einfluss haben natürlich einmal gemacht diese Fahrwerksteile. Da war ich schwer begeistert, weil ich empfinde es nicht als, ich empfinde es wirklich als Leinwand vom Preis her. 690 vorne, 690 hinten. Die Weser-Teile von Wunderlich-Wilbers Suspension sind also hochwertige Fahrwerkskomponenten, die man in das ESA von der GS reinstoppelt. Das heißt, man muss auf die elektrischen Features nicht verzichten, hat aber einfach eine hochwertigere Hardware. Und es fühlt sich dann so an, dass man in der Praxis, man hat es so abstimmen können, wie es wollt, ein Sportfahrwerk hat. Trotzdem aber, wenn ich jetzt in diesen Rolls-Modus gehe, habe ich immer noch diesen Komfort. Es wird nie so weich wie das Serienfahrwerk, aber immer so, dass ich noch einen schönen Fahrkomfort habe, nicht dieses Brett hatte. Und wenn ich in den Dynamikmodus gehe, habe ich ein wirklich tolles, straffes Sportfahrwerk, wo ich aus den Kurven raus beschleunigen kann, wo die Linie gehalten wird, das nicht hinten einsinkt und das einem wirklich auch ein ganz super transparentes Gefühl fürs Vorderrad gibt. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn man dann diesen niedrigen Schwerpunkt hat in der GS und den, was hat er jetzt, 145 Newtonmeter Motor, na, das taugt man halt. Das taugt man richtig, wie sportlich man da fahren kann. Und
Habe das ein paar Mal schon fliegen lassen und das bin mit dem Fahrwerk super happy. Du kannst ja auch mit dem ihr kennt es ja eh, die GS haben, mit dem ESA ja auch den Beladungszustand anpassen. Es geht nach wie vor, wenn ich zu zweit unterwegs bin, passe ich mir das dementsprechend an. Also Fahrwerk passt für mich, Mission erfüllt. Motor passt auch für mich. Da gibt es ja diverse Tuning-Möglichkeiten. Ich habe jetzt im Moment drauf am Bose-Auspuff und der ist insofern ganz leiwand, weil er farblich natürlich dazu passt. Und der Bose auch einer ist, der im niedrigen Drehzahlbereich und am Stand einen sehr dumpfen und doch einen Sound hat, den man hört. Und ich muss gestehen, ich persönlich hätte es einfach gern leiser. Der Max hat aber gesagt, Alter, das muss da aufhören, das ist so leiwand. Und es ist schon ein leiwander Sound und es ist jetzt für mich eh okay, weil es im Fahrbetrieb angenehm ist, aber beim Anstarten in der Nachbarschaft macht es halt immer so einen kleinen Bollerer. Euch wird es wahrscheinlich eh taugen. Ihr seid eh auch solche Soundkonnoisseure. Ich bin halt da schon ein bisschen der alte Großvater. Ich würde gern für die Nachbarn ein bisschen ruhiger haben. In Summe, gute Lösung und es schaut halt wahnsinnig gut aus und ist Preis-Leistungs-Verhältnis eine gute Geschichte. Also insofern eine Sache, die ich gerne empfehlen kann. Ihr seht, beim Gepäck habe ich spartanische Lösung jetzt mit am Start. Die habe ich jetzt 2-3 Monate schon aktiv und ich habe da hinten drin immer Sonnenbrille oder einen ganz kleinen zahngewurzelten Regenschutz. Das ist von der Firma Wunderlich, die nutzen da diese paar Zentimeter. Es ist zum Auf- und Zumachen der Reißverschluss ein bisschen fummelig, aber es ist auch nichts, wo ich sage, das mache ich dauernd auf und zu, sondern es ist für mich so ein Notfallfach, wo ich immer Dinge drin habe, die unbedingt immer im Fahrzeug sein sollen, dass ich es da mit dabei habe. Und vorne habe ich den Tankrucksack, Elephant Sport, glaube ich, heißt der, verwunderlich. Und das ist so, dass aufgrund der langen, hohen Reichweite, die das Motorrad hat, ist es für mich eine gute Lösung, weil es natürlich mit diesen Verschlüssen aus dem Segelsport, die es da drauf haben, liegt dieser Tankrucksack richtig gut an am Tank. Das passt wirklich gut. Besser als an den Dingen, die so einen Tankring haben. Aber du hast natürlich den Nachteil, dass du, wenn du tanken gehst, ein bisschen herumfummeln musst, du musst halt drei Dinge aufmachen, du könntest auch nur ein Ding aufmachen, dann musst du es so hochhalten, aber das beim Tanken hast du, schätze ich mal, einen 30-sekündigen Nachteil gegenüber den Tankringsystemen. Aufgrund der hohen Reichweite habe ich mich entschieden, dass ich das so mache. In diesem Betrieb hast du halt den Vorteil, dass das sich enger anschmiegt und für mich noch vertrauenerweckender am Fahrzeug oben sitzt. Und oben habe ich dieses kleine Zugurtsystem, also dieses kleine System da mit diesem Gürtchen, Gummibändchen, wo ich da so sperrige Dinge raufschnallen kann. Und das passt für mich. Tatsächlich habe ich im Moment noch kein größeres Gepäcksystem. Ich muss aber gestehen, entgegen meiner Gepflogenheit, dass ich da sehr spartanisch unterwegs bin, habe ich mir jetzt noch einen Topcase von Hepcom Becker bestellt. Einfach für tatsächlich eher für den Alltag als für die lange Reise, weil ich jetzt wirklich gerne mit der Maschine fahre. Und dann, wenn ich Unterlagen transportieren muss oder irgendwelche Teile oder Helme transportieren muss, dann schaffe ich das nicht. Deswegen tatsächlich für die Fahrt in die Arbeit, für diese profane Strecke, haue ich mir jetzt hinten das Topcase dann noch drauf. Ich hoffe, dass die Trägerplatte nicht zu sehr aufträgt, aber im nächsten Video werde ich euch das zeigen. Und dann hoffe ich, dass der sportliche Charakter nicht darunter leidet. Was macht den sportlichen Charakter aus? Und was wirklich, jetzt, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich sowas, was so ein bisschen eine Kopfsache auch ist. Wenn du im Sattel sitzt und es ist diese Front hier, also hier, kompakt und du siehst wirklich über das Schwindschild drüber, fühlt sich das Motorrad gleich gefühlt einen Zentner leichter an. Und das ist das Erstaunliche und ich habe hier diese schwarze Flowjet vom Wunderlich draufgegeben und die verleiht dem Fahrzeug einen deutlich kompakteren Look. Und wenn du sitzt und du hast die Flowjet ganz runter gestellt, dann blickst du quasi ins Nichts und hast so ein richtiges Naked Bike Feeling. Das hat echt viel ausgemacht fürs Gefühl, weil natürlich die Maschine hier immer noch eine sehr eine ausladende, fette Reisewumme ist. Aber so, wenn du drauf sitzt, spürst du es gar nicht so, sondern siehst hier frei und das taugt mir total. Trotzdem war es mir wichtig, dass dieser Spritzschutz super ist. Ich möchte nicht die ganze Sauerei da im Gesicht haben, wenn da die Straße ein bisschen dreckig ist. Also habe ich untenrum schwer investiert, was dieses Spritzthema betrifft. Und oben beim Windschutz habe ich ein bisschen reduziert. Das passt für mich. Ich kann natürlich die Flowjet auch höher stellen. Aber diese klinische Riesenscheibe, die wollte ich nicht mehr haben, dass ich da das kompakte, sportliche Feeling habe. Ihr seht es, da ist jetzt viel Carbon von Imberger Carbonbads mit drauf. Und was mir natürlich wichtig ist, ich schraube da jetzt nicht zusätzlich irgendwelche Carbonteile drauf. So kann sein, kann man machen, ist für viele optisch okay, dass man das so macht. Für mich ist wichtig,
Ich möchte damit Originalteile ersetzen, möchte, dass das Ding natürlich leichter ist durchs Carbon und möchte aber auch, dass es besser ist, weil einfach ein Premium-Anbieter wie Imberger einfach in der Lage ist, das noch im Detail ausgefeilter, komplexer in der Formgebung zu machen als ein Großserienhersteller. Und das ist ihm gut gelungen. Diese ganze Partie da sorgt einfach für einen besseren Spritzschutz und sorgt aber auch dafür, dass die warme Luft noch besser von den Knien weggeleitet wird. Und so Kleinigkeiten wie zum Beispiel da vorne, diese Schnabelverlängerung, Verbreiterung da, die ist größer als das Originalteil, hat aber aufgrund der Tatsache, dass es Carbon ist, macht es dann aber trotzdem nicht schwerer. Und ihr seht natürlich, der ganze Kotflügel ist natürlich auch aus Carbon. Und das ganze Ding funktioniert einfach richtig gut. Also Kotflügel ist auch vom Imberger. Und das ist so, wenn du so auf dieser nassen Straße unterwegs bist, kommst du am Oberkörper trotzdem staubtrocken an. Das ist richtig leiwand. Was ich weggelassen habe, es wird es ja geben noch hier vom Wunderlicht die Dinger, die hier den Spritzschutz quasi noch verbessern. Aber das war so trotzdem schwer in Ordnung, weil bei strömendem Regen stundenlang fahre ich ja eh nicht. Und das ist für mich dann so gewesen, dass man das ein bisschen zu sperrig dann ausschaut. Und ein bisschen Luft habe ich gerne auf die Zechen. Also das habe ich weggelassen. Es ist sicher für die Lang-Distance-Fahrer dieses wunderliche Teil, was man da quasi als Schutz noch hergeben kann, sicherlich eine gute Geschichte. Was ihr auch seht, hier ist einiges an Carbon. Da ist das Projekt noch nicht fertig. Da habe ich im Moment nur die Zündkerzendeckel. Da kommen aber natürlich die Zylinderkopfdeckel aus Carbon drauf, die 500 Gramm Gewichtsersparnis bringen pro Seite an exponierter Stelle. Ja, ist jetzt so ein bisschen eine Spinnerei von mir. Aber es taugt mir einfach, ein Zylinderkopf aus Carbon. Ich meine, das macht einfach was her. Es taugt mir, ich bin Flugtechniker. Und mir taugt es, die Imberger Partie macht es einfach leimend und da geht das Herz auf. Ja, Motorschutzbügel vom Wunderlich muss halt sein. Der Conti-Testfahrer hat die Maschine schon einmal umfliegen lassen. Ich habe bis heute nicht die Schrammen entdeckt, aber der Max kann schwören, sie ist gegen euer Tag. Genau, klar, habe ich sie schon mal gesehen. Handprotektor ist was, aber ansonsten haben das die Sturzbügelteile vom Wunderlich super abgehalten. Auch leimend, Kleinigkeit. Handprotektor, auch aus Carbon von Imberger, ist einfach leimend. Funktioniert richtig leimend, größer, leichter und durch die größere Fläche hat es halt auch noch einen besseren Spritzschutz. Thema Spritzschutz möchte ich noch als letztes was zeigen, dann kommen wir wieder zu fahrdynamischen Sachen. Das Ding da hinten, Kotflügel und die ganzen Teile da, sind auch aus Carbon, auch von Imberger und haben auch den Fokus natürlich, dass die Optik leimend ist. Ist aber auch so, dass sich gerade das Teil so leimend um den Reifen schmiegt, dass da so gut wie nichts an Schmutzwasser mit draufkommt. Und ich pflege die Maschine sehr spartanisch und trotzdem schaut sie immer top gepflegt aus, das passt. Apropos Motorradpflege, da muss ich leider traurige Nachrichten für all jene Leute übermitteln, die gerne diese Speichenfelgen haben. Die haben so eine matt-schwarze Optik. Also egal wie viel du putzt, sie sind genau für 10 Meter sauber und dann schaut es schon wieder so aus, als hättest du das 2 Jahre nicht putzt. Also das ist so matt. Schwarze Optik auf Felgen ist leimend, aber nicht die ganz große Idee, wenn man das Motorrad gerne gepflegt haben möchte. Ja, es ist halt so. Ich habe mir halt eingebildet, diese Speichenfelgen. Und jetzt muss ich da halt vermehrt zur Zahnbürste greifen und ordentlich, nein, nicht zur Zahnbürste, zum Fetzen natürlich, weil mit Bürste würdest du die matt-schwarze Optik zerkratzen mit den Fetzen und das halt immer in Ordnung halten. Ja, was wirklich leimend ist, ich habe das jetzt auf der GS erstmals richtig ausprobiert, auf der Doppler haben wir es dann auch angeschaut. Du hast jetzt mit diesem BMW Connected Ride ein System, wo ich finde, das ist wirklich praxistauglich und du kannst mit deinem Handy das Motorrad verbinden und kannst echt sinnvolle Sachen damit machen. Für die Typen, die es halt übertreiben, also möchte niemanden jetzt seine vorschreiben, was er zu tun hat, könntest du die ganzen Anrufe entgegennehmen, kannst das Handy quasi über das linke Lenkerende steuern. Ist ja alles wunderbar, dass du das so steuern kannst, dass du nicht da irgendwo hingreifen musst. Ist wirklich super integriert. Ich persönlich habe es nur deswegen gebärt mit dem Connected Ride App auf dem Handy, weil ich die Navigationslösung direkt im Display vorne drin haben will und das taugt mir natürlich. Weil ich normalerweise bei Schönwetter fahre ich einfach mit dem Google Maps oben in dem SB Connect Halter und wenn es regnet, dann stecke ich mir das Handy einfach in die Jackentasche oder innen rein, halt, wo es geschützt ist und dann komme ich mit diesen Pfeilnavigations
Befehlen einfach aus, die im Display von der BMW drinnen sind, und in Kombination mit dem Headset, in dem Fall mit dem Sena, kannst du es koppeln. Das heißt, die Navi-App am Handy, die BMW-Motorrad-App, die ja von BMW da ist und wo die Karten auch kostenlos mit dabei sind, die sagt mir dann den Weg an, zusätzlich noch die Pfeile im Display. Also da kommst du auch, ja, wassergeschützt, super nach Hause. Ansonsten eben Google Maps, und so ist es für mich eine runde Lösung. Und ich kann den, ich habe es ja schon mal erwähnt, den aus meiner Sicht, ich finde ihn einfach nicht leibend, diesen Motorradnavigator. Ich finde diese ganzen Navigationssysteme für das Motorrad allesamt jetzt nicht so wahnsinnig nutzerfreundlich. Bin halt leider ein Fan von dem Google Maps Ding, habe ich es ja schon ein paar Mal erwähnt. Leider deswegen, weil diese Riesenbude, die Riesenfirma, ja, auf meine Kosten halt Daten sammelt, aber ja, das macht es halt auch so gut, die App, das tut mir leid, das ist ja ein bisschen ein Drama. Funktioniert halt einfach gut und haben echt diese BMW Motorrad Connected Ride Geschichte, ist mir echt ins Herz gewachsen, und das macht es einfach so einfach und praktisch und ist wirklich eine gute Geschichte. Und tatsächlich, man gewöhnt sich relativ schnell dran, es wirkt nach wahnsinnig viel Info im Display, und wenn man da erstmals beim Händler in Kontakt kommt, kriegt man gleich die Krise. Es ist dann tatsächlich sehr angenehm und sehr, sehr toll zu bedienen. Und ich möchte es wirklich nicht mehr missen. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, den Notfallknopf habe ich noch nicht gebraucht, und ich hoffe, das bleibt so. Heizgriffe sind natürlich mit an Bord. Und die Fahrmodi. Also da muss ich sagen, das ist halt wirklich mittlerweile großes Kino. Vor allem, wenn du jetzt mal vom Fahrzeug drauf hast. Traktionskontrolle, ABS, elektronisches Fahrwerk und so ein wahnsinnig starkes Motordrehmoment, dann ist das echt nicht schlechtes Ding. Wenn ich in diesen Enduro-Modus reingehe, kannst du fahren auf Schotter, sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen, narrensicher. Und das kann man jetzt sagen, okay, das ist Bussi-mäßig, da kann ja jeder Trottel im Schotter fahren. Ja, ist eh okay, weil es einfach zugänglich macht. Dann brauchen auch Leute, die jetzt nicht die super Offroad-Experten sind, plötzlich ja, Angst haben, wenn da irgendwo eine Baustellenpassage auftritt, sondern können auch sicher das teure Motorrad ja, durch den Schotter manövrieren. Und für mich als erfahrenen Offroad-Piloten gibt es mir einfach ein bisschen Sicherheit und erlaubt mir, dass ich mit einem, ja, ich will nicht sagen, mit einem geringeren Konzentrationslevel unterwegs bin, aber ich kann einfach die Fahrt ein bisschen mehr genießen. Ich schaue ein bisschen mehr in die Breite, ein bisschen mehr in die Landschaft und weiß, okay, beim Anbremsen muss ich nicht diese 100%ige Perfektion bei der Dosierung walten lassen, sondern kann ein bisschen grobschlächtig agieren, und das Ding macht es tatsächlich narrensicher, das Fahren im Gelände. Und am anderen Ende der Fahnenstange, wenn du anrauchen willst, gehst du in diesen Dynamikmodus rein, dann ist das Fahrwerk, das Ansprechverhalten halt alles richtig, richtig sportlich. Und so wird die Maschine halt unglaublich breit im Einsatzgebiet. Das muss man leider so sagen. Ja, ein paar Dinge gibt es, die habe ich nicht drauf am Motorrad, möchte es aber trotzdem kurz erwähnen. Zum Beispiel die Lenkerhöhung haben alle empfohlen, verwunderlich gibt es eine leibende Lenkerhöhung. Habe ich nicht genommen, weil ich mit der Maschine relativ selten im Stehen fahre, weil ich selten Offroad fahre und meistens im Sitzen die sportlichen Fahrten absolviere. Und da taugt es mir mehr, wenn der Lenker ein bisschen tiefer ist. Auf der anderen Seite, was ich dann schon genommen habe, aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit, sind diese Custom-Satteln. Bei Wunderlich Leimann, bei anderen Anbietern sind es auch Leimann, aber es hat für die GS ist das ein Heimspiel, die haben da einfach so viel Erfahrung, das passt einfach. Ich habe da diese Wunderlich Komfortsitzbank drauf, die ist vorne für den Fahrer schon schwer in Ordnung, gibt man einfach, ich weiß nicht, ob man kann es im Video wahrscheinlich, man muss es ausprobieren, man muss sich selber draufsetzen, man muss greifen. Die ist halt einfach hochwertiger und teurer, es ist halt so, es ist halt kein Massenprodukt und man sitzt einfach länger entspannt drauf, muss man so sagen. Das ist dem Serienprodukt schlicht und ergreifend deswegen überlegen, weil es einfach teurer ist. Und ich hätte es nicht geglaubt, was für einen Einfluss die Beifahrersitzbank hat. Hätte ich das früher schon gewusst, hätte ich öfter schon umgebaut. Tatsächlich macht das im Sozius-Betrieb für mich auch als Fahrer viel vom Komfort aus. Ich fahre oft nicht mit meiner Frau, sondern mit meinem Sohn, und der muss sich fast nicht anhalten, dass er nicht nach vorrutscht. Das ist wirklich für mich angenehm, was das hier an Stütze gibt. Und wenn ich ihn frage, ja, wo ist die Komfortsitzbank besser, sagt er ihm, ist alles, er spürt es nicht. Aber ich spüre es, wie leimend das ist, dass er da einen besseren Sitz hat. Und er mit seinen 13 Jahren hat jetzt noch nicht die wahnsinnige Probleme, dass er lang auf einem Holzbankel oder auf einem Kuschelsack sitzt. Dem ist das relativ egal. Meine Frau hingegen, die freut sich selbst auch über den Fahrkomfort. Und ja, ich freue mich in jedem Fall. Also gute Empfehlung für all jene, die sich auch selbst gerne was gönnen. Mit ein bisschen Ego-Hintergrund kann man auch dem Beifahrer dann diese Sitzbank gönnen. Was sind die nächsten Schritte? Ich habe es erwähnt, Zylinderköpfe werde ich auch aus Carbon machen.
angeblich, ich meine, es ist ja jetzt schon dadurch, dass ich an den manchen Stellen schon ein bisschen Carbon raufgegeben habe, ist die Maschine schon und ersetzt habe auch Originalteile, ist die Maschine einen Ticken leichter und dadurch möglicherweise ist ein Teil dieses Handlinggewinns auch dem Carbon geschuldet. Am Ende des Tages finde ich es aber einfach für mich wichtig, dass das Leimwand ausschaut und dass diese Aerodynamik, Windabweisung, Schmutzabweisung einfach perfekt ist und dass das Design so gestaltet ist, dass man beim Pflegen nicht so wahnsinnig penibel sein muss. Und das ist in der Form, wie ich jetzt hier habe, schon so, auch wenn da ein paar Kalkflecken vom Waschen mit draufbleiben auf dem Carbon oder auf den Elementen hier, schaut es nicht sehr ungepflegt aus. Man sieht, ich habe es vorher einfach mit Wasser abgespritzt, habe es nicht trocken gerieben und man sieht da kaum diese Kalkflecken und das passt für mich wunderbar. Ja, jetzt werden einige fragen, vielleicht, ja, wieso kauft er sich nicht die R1250R? Ja, irgendwie, ich stehe ganz schwer auf die R1250R. Ich stehe auf die R1200R, die R1250R bin ich noch nicht gefahren. Da macht der Zonk und der Fall jetzt demnächst den Test. Mir taugt halt die Sitzposition von der Geiß einfach so. Das ist mir halt schwer ins Herz gefahren. Und ich habe mir die halt umgebaut. Ist vielleicht ein bisschen ein Stumpfsinn oder ein Hirngespinst. Aber ich wollte mal da einfach ein GS so leimend herrichten, dass für mich passt. Deswegen, liebe R1200R oder R1250R, wenn seid mir nicht böse. Ist auch eine tolle Maschine, aber ich habe mich halt dafür entschieden und taugt mir wunderbar. Jetzt bin ich mit meinem BMW R1250 GS, ja, Herzensbike am Ende. Ich habe es mal so gemacht, dass mir gefällt. Vielleicht kann ich den einen oder anderen inspirieren oder Freude daran damit machen, dass ich meine Freude teile. Ich möchte da niemanden bekehren, also niemand muss jetzt ein GS kaufen, niemand muss jetzt da irgendwelche Teile draufschrauben. Ich habe es gemacht, weil es mir taugt. Und ich war stolz darauf, dass die Conte und Wunderlich auf den Messestand gestellt haben, unser Traumeisen. Und auf den Messeständen ist es auch ganz gut angekommen. Und ja, ich mache sowas gern. Wir haben jetzt die Gästler umgebaut, der Maxxer CMT09 umgebaut, die Gigs habe ich umgebaut. Ich weiß nicht, wie Sie das seht, aber gerne machen wir solche Sachen immer wieder mal. Es ist für uns wirklich viel Arbeit, darf man jetzt nicht unterschätzen. Das ganze Ding muss man alles koordinieren und herumschicken und herumschrauben und abstimmen und machen. Ist für uns leiwand, wenn es dann fertig ist, aber der Weg dahin ist auch dann, glaube ich, für euch leiwand, weil wir dann doch nette Bilder und Inspirationen für euch generieren. Also wenn euch das taugt, machen wir sowas gerne öfters. Wir würden dann nächstes Jahr, oder jetzt ist hier gerade in der Mache, ein recht radikales Power-Naked-Bike-Projekt. Wird es demnächst heiße Infos geben. Was nächstes Jahr im Winter kommt, ist ein Supersportprojekt. Und schauen wir mal, wenn es nächstes Jahr zum Saisonstart kommt für Neuheiten. Aber wir werden sicher wieder zwei, drei so Projektmonitoren machen, dass ihr immer frische Sachen zum Schauen habt. Und jetzt zum Abschluss bitte ich natürlich noch um euer Feedback. Was habt ihr bei eurer GS gemacht? Bei der 1250, was sind eure super kleinen Tipps? Am meisten freue ich mich über die Kleinigkeiten, also die nicht viel kosten, 1990, aber große Auswirkungen haben. Vielleicht habt ihr ein paar kleine Geheimnisse am Start. Würde mich freuen, wenn ihr die teilt mit uns, dass ich dann noch ein paar Kleinigkeiten investieren kann, reinstecken kann, bevor ich mich in die Sommerferien mit der GS fahre. Tschüss. In jedem Fall, danke fürs Dranbleiben mit dem langen Video. Danke fürs Mitmachen. Danke für euren Input. Tschüss und Baba.